Was denn? Letztes Mal haben wir das fast hier gewechselt. Oh. Das ist ja eingebaut, hast du, wa? Ja, richtig. Das ist wie lange her? 2,5 Jahre? Ja. Übrigens, Fun Fact, ich kann auf das Moped von Daniel kann ich nicht aufsteigen, was er zusammengebaut hat. Toll. Super, Daniel. Oh, doch, jetzt ja. Ich war gerade drinnen. Ich mir die Brücke runterlassen, bitte, ich komme. Ist unten. Ist unten. Gleich. Muss ja bloß im richtigen Moment nach oben machen, ne? Eins, zwei und hoch. Ja, trau dich. Los, komm. Ernsthaft? Micha, jetzt kann ich auf dein Moped wieder zugreifen, also mein ehemaliges Moped. Und ich kann sogar wieder aufsteigen. Jetzt ist es weg. Nee, darf ich dich mal bitten, hier vernünftig einzuparken? Wir sind hier nicht bei Hempels. Ich hab vernünftig eingeparkt. Ja, danke. Warum brennt Micha ständig, wenn er bei mir aufs Moped steigt? Also es ist echt... Weil ich ein heißer Typ bin. Ja, Micha übertreibt nicht. Das muss exakt ausgerichtet sein. Aber ich will ans Inventar. Ah, okay, das dauert noch eine Minute, glaube ich. Der weg, Blade. Kann ich absteigen. Jetzt hab ich gerade gebrannt. Und dann stand da, das Feuer wärmt dich. What the fuck? Sehr gut. Sehr gut. Very good. Very good indeed. Wann ist eigentlich die nächste Blue Moon noch? 490, sind wir jetzt bei 16, also 12. Bei 21. 12. Nee, 11. 12 und dann 19. 11. Sag ich doch. 12 und dann 18, so rum. Also die nächste. Nee, übernächste. So viel Platz, weil ich keine Waffen mehr im Inventar habe. Okay, mehr. Ach ja, Essen. Ich wollte essen. So, ich schmelze gleich mal das Messing in die linke Schmiede ein. Das Eisen habe ich bei dir reingepackt in die Truhe, Marius. Alrighty, right. Feierin? Ja, ich hab hier. Okay. Gut. Put your... in dein Gesicht. Alles. Und Jule rinschubst. Mach ruhig, ist nicht das erste Mal, dass ich da drin stehe. Das heilt nicht, glaube ich. Ja, mach ich nicht. Ja. Geht mich auch gleich selber drüber befördert, also braucht man nicht mehr. Guck mal, Daniel, wirst du dein erstes Mal mit Messing in der Schmiede einschmelzen? Naja, in der Regel ist sonst nur ein Slot frei. Ja, aber du kannst doch trotzdem jetzt Bede benutzen. Ja, aber links ist doch die für Schieß-Scheiß und rechts ist das für... Guck jetzt mal nochmal in die linke Schmiede rein. Du sollst das Messing auf beide Schmelzslots aufteilen. Ach so, meinst du. Ja, so und nicht anders. Hey Micha, du brennst... Micha irritiert mich voll die ganze Zeit. Guck da nicht hin. Geht, wenn er genau vor mir steht und es einfach wild vor sich hin brennt. Die Feuerschwaden, der sich herzieht. So, 125 Schuss.
Daniel rüstet jetzt erstmal wieder komplett auf. Naja, also ich pack erstmal alles weg hier. Stöhnt immer noch draußen in der Rum. Sonst bist du doch immer diejenige, die rumstöhnt und Hunger hat und so im Spiel. Gar nicht. Gar nicht wohl. Nur ein bisschen. Ich hab noch ein bisschen Eisen bei dir übersehen gehabt. Marius hat mir nochmal 1700 reingelegt. Was? Ja, ich war fleißig. Das ist Ketzerei. Geh mal schon mal durch die Gänge und reparier ein bisschen. So, jetzt habe ich genug Platz, die Waffen aufzuheben. Was brauche ich denn? Was ist denn eine Donnerbüchse? Das einfachste Gewehr, was du bauen kannst. Ich habe einfach mal aus Joke eins gebaut. Zwei. Okay. So, eine Magnum habe ich Gott sei Dank noch oben. Wenigstens hat er mir die Munition nicht zerkloppt. Ja, das stimmt. Das wäre richtig übel. Aber Schuss hast du aktuell dabei? 209 Schuss, 7,62 und 97 Schuss, 9mm. Bisschen Flintenmunition. Kannst du die ganzen gelben Raketenwaffen mal zerlegen, bitte? Die ganzen gelben? Die ganzen gelben oder orange, was auch immer das für eine Farbenpflicht da ist. Die 100 da halt. Ja. Braucht da sowieso kein Schwein, mach mal zwei vernünftige draus. Ja, oder werte am besten schon einen existierenden richtig guten auf. Ja, mach ich. Ich kann die Raketenwerfer nämlich nicht verlegen. Aber ich kann sie zusammen, also aus den Einzelteilen, besseres machen. Ja, stimmt, das kann jeder, ne? Ja. Was hatte ich noch auf der 5? Hey, wer hat denn den Scheinwerfer hier ausgemacht? Oh. Micha war's, ich hab's gesehen. Nein, hab ich. Ich hab keine Ahnung mehr, was ich auf der 5 hatte. Kann ja nicht so wichtig gewesen sein. Achso, ich hatte noch eine Armbrust. Jule stöhnt wieder rum. Ich spring rum. So, jetzt habe ich aber leider keine Pfeile mehr dafür. Eisenbolzen, Stahlbolzen. Was hab ich hier? Stahlbolzen. Easy. So. So, dann zerlege ich mal die ganzen Raketenwerfer, aber. Dann machen wir das jetzt nur gerade, mich dann brauchen wir nicht noch tiefer. Top, 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 top. Ich glaube, das hier noch? Genau. Das hier noch? Habt ihr da in eine bestimmte Richtung gegraben? Weg von der Brut am besten. Oder? Aber wir haben bisher nicht. Ja. Eine Richtung gehabt, ne. Jetzt markiert oder was? Alter Vater. Hätte mir ein bisschen Holz mit runternehmen sollen, was zum. Ja. Das werde ich mal machen. Damit ich mir notfalls noch ein paar Leitern bauen kann.
Oh. Zack, zack, zack. Schnell mal einen Baum gefällt. Angedeutet, drei. So, ihr habt ja schon ziemlich tief gebuddelt. Ja, ja, Josi wollte auf Bedrock. Im unteren Bereich findest du halt auch viel mehr Rohstoffe. Oh ja, hier ist eine riesige Bleiader noch. Ja, jetzt ist das Ding hier, wir suchen halt Eisen und Fahrt. Welche man denn, ach, könnte man hier den Sound überhaupt unterstellen? Ja. Was könnte man? Ich werde erstmal für die Bohraktion werde ich den Sound mal runterdrehen. Im Spiel. Ja, weil das Bohrgeräusch ist ja übelst laut. Ich würde sagen, ist hier nur Blei. So, von den 31 Baumwolle, die ich gepflanzt habe, habe ich 147 gesammelt. Sehr nice. Ein guter Schnitt, ja. Also pflanze ich dir 35, hast du ein bisschen mehr als 160. Fällt mir. Pro Ernte. Fällt mir. Also dann halt abzüglich dürfen, was du dann wieder anpflanzt, aber... Hier schnell einfach mal 200 Sprit wegtankt. Ja, der Erdbohrer saugt richtig. Ja. Der ist durstig. Hab ja nur 12 Fässer Sprit mitgebracht. Reicht. Das reicht nicht lange. Ach, sehr schön, Daniel. Ne? Einfach nur stupide geradeaus. Oder sind wir verstanden? So wie in Minecraft. Wieder alle. Oh, ich hab einen Eisenader gefunden. Hauptsache, ich finde den nochmal raus. Das ist so ein bisschen... Nie wieder wirst du da rausfinden. Nein, ich glaube auch nicht. Kaputt.
Puh, ich bin raus für heute. Jo, schlaf gut. Ja, schlaf gut. Schön heute. Jo, ja. Bis denn. Bis denn. Tschüss. Siegeli. Geht doch nichts über große, nicht abgeschlitzte Hohlräume. Ja, ich glaube, ich wurde verschüttet. Alles klar. Zumindest sehe ich jetzt hier gerade keinen Gang. Oder? Geht's hier lang? Ach nee, doch, hier geht's lang. Wie hab ich denn gegraben? Alter, das geht ja gar nicht. Ich muss erstmal alles begradigen hier. Ja, ja, schon fast gerade der Weg. Verfolge. Der Wille zählt. Ja. Ach verdammt, jetzt habe ich wieder ein Loch rein. Lass mal wieder den Ton wieder. Oh. Das ist wirklich ein Mördergang. Ja, man biegt ja normalerweise nicht so häufig ab im Bergbau, ne? Irgendwie so. Was passiert, wenn ich jetzt... Links ab, biegst jetzt einmal rechts ab und fehlt mal rechts ab, biegst jetzt einmal links ab. Ja, richtig, genau. Und schon ist man tot. Verhungert, einsam in der Mine. Ohne Frau. Ja. Ich mache hier einfach einen Durchbruch. Dann findet sich auch jeder zurecht. Zack. Nimm TNT, Daniel. Nimm TNT. Echt mal, jetzt könnte man das noch mit dem Sprengstoff probieren. Oh, ist nur für mich. Ich geh noch zu. Und Flax, das werde ich gleich mal probieren. Damit man ja weiß, wo es lang geht. Wobei man sich sowieso in den Texturen meistens verirrt. Oh, wo bin ich jetzt? Hä? Vorhin habe ich noch den Ausgang, da oben ist der Zaun. Ja, ich habe mir doch so mit den Bruchsteinen dann so eine Brücke gebaut, ne? Da kann man gleich bei dem Springen irgendwie unklar kommen. Bin doch, na, ich bin doch irgendwie hier runtergekommen und ich bin nicht gesprungen. Nee, du bist gefallen. Hier? Wo bin ich? Vielleicht bist du da hochgekommen. Ich bin gefallen. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oh Gott. Bin doch hier irgendwie von da oben gekommen? Oder was? Hallo? Ja, der ist schon irgendwie gebastelt, Daniel, wo du gerade bist. Alles. Ah, ich hab den Weg gefunden. Ich werde gleich von oben eine Dynamitstange da reinschmeißen. Automatische Begradigung nennt man sowas. Ah, es regnet. Wie schön. Boop, boop. Da sehe ich schon, dann fällt Daniel wirklich runter und bricht sich einfach alles. Und keine Schiene dabei.
Da bin ich auch runtergefallen, da bin ich ein bisschen Bedrock gekommen. So. Das war hier bei Munition, glaube ich. Ja. Wer fehlt denn hier noch Holz? Marius? Wie bitte? Wer ist denn noch online? Ich. Achso. Hab mich gerade gewundert, wo die Kettensägengeräusche herkommen. Oh mein Gott. Marius, du scheinst ein Massaker. Jo. Ich will zu feiern, Daniel steht gerade mit der Dynamitstange in der Mine und dann kommt Marius auf Marius und schubst mich runter. Einfach weggeschreddert. Ich hab ja mal eine Rohrbombe gebastelt, die war nicht so effektiv. Das ist ja gar nichts passiert. Ich hab wenig Schaden. So. Einmal im Ferienlager, da habe ich mir eine Rohrbombe gebastelt. So, Dala. Hast du ein Feuerzeug mit dir genommen, Daniel? Ich muss aufpassen, ich überlege gerade, erst Linksklick oder erst Rechtsklick? Bei was? Beim Dynamit mit Anzünden. Ich glaube Rechtsklick. Jo. Oh. Oh, oh, die kam ist kurz. Na hui. Das ist ja krass. Ja, so krass ist es dann doch nicht. Ne. Wir brauchen was krasseres. Brauchen was härteres. Kann ich den mal testen? Das ist der Sprengsatz. Ah ja. So große Löcher reißt das jetzt auch nicht, ne? Nee, sag ich ja. War gerade festgestellt, Daniel. Aber man braucht immerhin den Scheiß nicht nochmal extra abkloppen. Muss nur das aufsammeln. Naja. Gut, soviel dazu. Mal gucken, ob ich den Weg diesmal direkt rausfinde. Ist aber auch hier eine Konstruktion, ne? Hier hinten hoch. Dann hier rumgeschnörkelt. Wer sich das ausgedacht hat. Das ist historisch gewachsen. Ja. Vor allem diesen hochgeschnörkelten Wegen habe ich mir vorhin erst gebastelt, um da rauszukommen. Ach so. Ja, weil ich da auch nicht hochgekommen bin. Deswegen hätten wir vier Bruchsandstücke oder so gebastelt und haben mir da so eine kleine Brücke, so einen kleinen Übergang hier verlassen. Das packen wir wieder alles in die Truhe. Wenn ich das überlebe, ne? Und das Motorrad wieder ausbuddeln kann. Also Blutmondnacht im Wasser rumtorkelnd. Scheint voll die Sonne in die Fresse, ey. Geil. Dann eigentlich, dass du für solche Fälle immer noch keine Verdunklungsrollos oder sowas installiert hast. Du als Profi-Streamer. Ich müsste. Dann kann ich ja meinen Greenscreen nicht mehr benutzen. Wieso? Wieso? Kannst du ja wieder künstliches Licht erzeugen. Ja, musst du erstmal Tageslichtlampen. Das Ding kann man auf- und zuziehen. Keiner hat dieses mit Alufolie deinen Fetzen abgehen willst. Ja, aber theoretisch, ich brauche theoretisch das Sonnenlicht.
Daniel, es gibt so viele Anleitungen, um sich aus einem LED-Band eine Whitebox zu bauen. Man muss nur ein bisschen löten können oder programmieren. Ja, fail. Oder einen Lötkolben haben. Jetzt sind wir alle tot. Oh, es kommt immer wieder neue. Echt? Es kommen neue, wenn die tot sind. Ja, und noch ein Kotzer zum goldenen Ende. Jetzt bitte. Ja. Wie geil ich überlebt habe, muss ich mal sagen. Völlig unvorbereitet. Aber wirklich. Der kotzt noch einer, ich seh's doch. Fahr mit dem Minibike hin, ja, ich will sie nicht auf mich schießen, bitte. Ich überleg's mir. Ich sehe ihn nicht mal. Jetzt. Hinten genau an der Ecke ist ein Typ, den ich von hier aus einfach nicht treffen kann. Der liegt schon. Ich wäre cool, wenn du den einfach noch ausmachen könntest. Auch zu spät gemerkt, dass ich ja auch noch lokal aufnehmen könnte. Wobei ich noch nicht streamen kann, aber ich kann ja lokal aufnehmen. Huh. Hier sind jede Menge Leichen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt von den Pennern. Fang hier drüben an. Ja. Einer mit drei Schaufeln. Alles klar. Die haben ja alle übelst viel Werkzeug dabei bei mir. Schaufeln kann man immer mal gebrauchen. Ja, aber nicht die Eisenschaufeln. Menschenpistole, die lasse ich mal liegen. Eine Schrotflinte. Und eine Pistole. Jule ist da. Jule! Streamst du eigentlich wieder, Daniel, oder spielst du gerade ausnahmsweise mal nur so? Ich spiele jetzt, kann er noch nicht streamen, weil der Stream immer noch in Verarbeitung ist. Alles klar, das wollte ich bloß wissen. Hier sind Löcher im Wasser. Weil da unten drunter hat jemand ein Loch gebuddelt. So. Wer macht denn sowas? Klingt nach Carsten. Jeder Bug findet einen Schuldigen.